Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Book of Unwritten Tales. Wir sind erneut in Kapitel 4 und zwar diesmal mit Ivo und zwar auf der Festung Mordrogas, so wie ich mich recht erinnere, in einer kleinen, naja, Kammer, Gefängniszelle, wo sehr viele Totenköpfe hängen. Und ich habe Angst. Aber wir werden uns irgendwie befreien können, denn Ivo hat schon so einiges geschafft. Und diesmal habe ich auch wieder ein sehr gutes Gefühl, aber wie, keine Ahnung. Das werden wir jetzt gemeinsam rausfinden. Wir reden als allererstes mal mit dem Vieh. Du? Vieh? Kannst du mich verstehen? Kannst du verstehen, was ich sage? Heißt das Ja? Tun wir mal so, als ob das Ja heißt. Okay. Das Vieh kennen wir ja schon aus The Critter Chronicles, unser kleiner Freund. Die sind süß, okay? Wenn ich dein Herrchen in die Finger bekomme, werde ich ihn umbringen müssen. Naja, Herrchen ist vielleicht der falsche Ausdruck. Eigentlich sind sie ja beste Freunde. Wir müssen uns befreien. Hilfst du mir? Schön, dass wir mal darüber gesprochen haben. Ja, wir fangen mal oben an, weil ich denke, Ivo versteht den kleinen Kerl sowieso nicht. Von daher ist das Gespräch mehr oder weniger eh sinnlos, aber wir werden sehen. Dein Herrchen ist fällig, wenn er mir in die Finger fällt. Hast du nicht gesehen, was er getan hat? Er hat uns hintergangen, aus reiner Feigheit. Ich weiß ja nicht, was du an ihm findest. Für mich ist er ein arroganter, aufgeblasener, feiger, ungepflegter Schnösel. Naja, wir wissen ja, dass Nate schon so einige selbstlose Tat begangen hat aus dem Standalone-DLC. The Critter Chronicles, ja. Nate hat dem Vieh geholfen, für alle, die es nicht gesehen haben. Und zwar hat er sie mehr oder weniger von Munkus befreit. Mit Hilfe seiner Kollegen. Von daher sind sie beste Freunde geworden. Und er hat sogar seine große Liebe zurückgelassen, um bei Nate zu bleiben. Weil ihm mehr oder weniger sein Leben verdankt. So wie es jetzt ist, könnte man sagen. Also, wir müssen uns auf jeden Fall befreien. Hilfst du mir dabei? Ich kann mich allein nicht befreien. Hilfst du mir dabei? Kannst du vielleicht irgendwas erreichen, womit man das Schloss an meinen Fußketten öffnen kann? Nein. Du. Ach, gut gemacht, Kleiner. Jetzt das Schloss. Brich es auf. Das kannst du schon. Aber es muss irgendwie gehen. Du willst etwas holen, womit man das Schloss öffnen kann? Okay, aber wie willst du hier rauskommen? In Ordnung, versuch's. Okay, jetzt spielen wir also als das Vieh. Ja, cool. Hat es sich aber durchflutschen lassen. Naja, typisch Vieh. Okay, wir betrachten erstmal die Stange und ja. Wir nehmen sie nochmal mit. Und ab ins Inventar, in den Magen. Ich meine, es kann ja nicht schaden. Okay, wir haben Ivo. Aber mit der wollen wir noch nicht sprechen. Wir schauen uns erstmal als Vieh um. Ein Lichtschacht. Ui. Ja. Die Kommentare vom Vieh sind immer die besten. Ein großer Kasten. Hier haben wir das fliegende Federding. Alles klar. Erstmal den großen Kasten. Vieh. Hallo. Was? Ja. Keine Ahnung. Fliegendes Federding. Rutschkuckiwo.
Ratterblack der Bollock. Grollomagorosch. Was? Groschuluk Grom. Oder Jukaluk Brigal. Ja, die Viehsprache, ne? Wir fangen oben an. Ich habe keine Ahnung, was ich sage, aber es wird bestimmt irgendeine coole Anspielung rauskommen. Ich sehe es kommen. Ach gut. Was? Ja. Ratterblack da Blow, Bollock. Ratterblack da Bollock. Nicht zu lange. Was auch immer. Ja, egal. Wir. Also nicht egal, sondern Bregal, aber ja. Okay, ja. Das war Tip Tip. Ein großer Kasten, den kennen wir ja jetzt schon. Ein Foltergerät. Wir betrachten das mal genauer. Ja, das ist wohl richtig. Das ist wohl richtig. Auf dem Foltergerät liegt nichts mehr. Nein. Hier haben wir noch eine leere Zelle. Einen Fackelhalter. Ach, du willst doch da hochkommen. Stell dich doch auf die Kiste, wirklich. Ich hab keine Ahnung, was er sagt. Tut mir leid. Leere Zelle. Ja, genau. Ganz genau das. Hier haben wir noch eine andere Zelle. Öffne das Gitter. Okay. Nein, wohl nicht. Ein Schlüssel fehlt. Okay. Das habe ich verstanden. Da können wir nichts mehr machen. Haufen Totenköpfe. Hier ist noch ein Skelett. Ja, der ist tot. Nimm etwas von der Kleidung. Natürlich. Ein Stofffetzen. Alles klar. Können wir den Stofffetzen an die Stange binden und die weiße Fahne schwenken? Naja, oder wir zünden die jetzt an der Fackel an oder irgendwie sowas. Nein. Okay. Stange mit Stofffetzen. Können wir damit? Ivo? Nein. Hier ist noch eine andere Fackelhalterung. Können wir denn... Nein. Das Gitter öffnen damit? Nein. Haben wir jetzt eigentlich alles gesehen? Die Ketten? Haben wir noch nicht. Ja, ein Schlüssel. Ist mir schon bewusst, dass wir dazu einen Schlüssel brauchen. So, kurzer Check. Das Sichtfenster haben wir noch nicht angeschaut. Die Zelle haben wir, das haben wir rausgehen, wollte ich noch nicht. Ansonsten haben wir alles gesehen. Okay, das Sichtfenster checken wir auch nochmal. Und dann probieren wir mal einfach rauszugehen. Was? Draußen steht ein Pantomime. Okay, hab verstanden. Können wir einfach rausgehen? Was? 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 Haben wir uns gerade eiskalt unter der Tür durchgequetscht? Das will ich kurz nochmal sehen. Tatsächlich. Ich frage gar nicht erst, wie du das mit der Tür machst. Aber was ist auf der anderen Seite? Ein Affe, der einen Kleiderschrank verschluckt hat? Ein Troll. Ein Troll? Ja. Der Troll bewacht den Kerker? Er hat einen Schlüssel? Den brauchen wir. Du musst dir etwas einfallen lassen. Ja. Okay, wir gehen nochmal raus. Flupp. Sehr geil. Okay, der Troll hat einen Schlüssel. Wo hat er den denn?
Da hinten ein Huhn. Ein. Ist das etwa ein. Naja, ich bin gespannt. Das wäre ja. Das wäre ja die Anspielung schlechthin. So, jetzt. Habe ich hier schon die Leertaste gedrückt? Wobei ich das noch gar nicht wollte. Interessant. Wir checken mal den Troll ab. Hallo Troll. Mhm, der ist total verrückt. Wir reden mal mit ihm. Warum nicht? Ja, keine gute Idee. Hab schon verstanden. Ein Huhn. Ja, das ist ein totes Huhn. Ein Gummihuhn, tatsächlich. Ein Gummihuhn. Jetzt fehlt wirklich nur noch die Seilwinde. Dann, das wäre ja ein Ding. So, ein Rohr. Aschergeleine? Schubse das Ofenrohr an. Oh. Dreh das Ofenrohr ein wenig. Ein wenig. Okay. Ich setze mal, wir müssen es so drehen, weil das dann das Lichtfenster ist, was wir unten gesehen haben. Hallo, Fee? Ich kann dich hören. Ach gut. Anscheinend hast du das andere Ende des Lichtschachts gefunden. Ja, das haben wir wohl. Das Ofen will ich nicht ein wenig drehen. Nein, nein, Moment. War hier denn nicht noch was? Außer, dass wir jetzt mit Ivo sprechen können. Geh hinunter in die Stadt. Will ich das? Nein, will ich nicht. Ja, das dachte ich mir schon. Wir sprechen mal mit Ivo. Hallo? Hast du schon eine Idee, wie du mich befreien willst? Hallo? Bist du noch da? Schon wieder weg. Ich hoffe, es beeilt sich. Ja, Ivo. Können wir vielleicht das Gummihuhn an die Stange basteln? Nein, okay. Ich hoffe auf eine Seilwinde oder etwas in der Richtung. Ah, hier unten war noch betrachtetes Brett. Aschergeleine? Aschergeleine? Ja, da werden wir den Troll wohl drauflocken wollen. Hier haben wir noch einen Hammer. Wir nehmen den Hammer. Okay, lieber nicht. Alles klar. Ein Schlüsselbund. Ah, hier ist es. Habe ich gar nicht gesehen. Kannst du einfach nehmen? Nein, kannst du nicht. Ja, können wir ihm mit dem Gummihuhn eins überbraten? Nope. Können wir ihm mit der Stange eins überbraten? Auch nicht. Dann betrachte die Hundehütte. Was? Badulu Bau Bau. Ja, genau. Den brennenden Hundenäpfel. Brennende Hundenäpfel. Alter, es ist gut. So, dann können wir nur noch hochgehen und was haben wir hier noch? Ein Banner. Aha. Ja, die. Ja, wir gehen mal die Treppe hoch. Oh oh. Hier will ich gar nicht sein. Aber mal überhaupt nicht. Eine Vase. Aschergeleine? Klettere in die Vase. Okay. Und jetzt. Da können wir bestimmt was lauschen dann später. Aber wir öffnen mal die Truhe einfach mal random. Da brauchen wir also auch wieder einen Schlüssel. Ein Schlüssel fehlt uns, haben wir schon fast gedacht. Ein Fass. War das gerade der Schrei? Ein anderes Gemälde? Oh Gott, das sind bestimmt alles bekannte Gemälde, nur kenne ich
fast gar keins von denen. Oh, Stillleben, alles klar. Wieso denn nicht? Ich will nicht davor gehen, weil sonst sieht mich doch die Erzhexe. Oder Erzhexe? Nein. Der Erzmagier, die Mordroga halt. Meine Güte, meine Güte. Samtkissen. Hey, nicht einschlafen. Wir sind auf einer Mission. Ja, nimm das Kissen mit. Warum auch immer.